24 Angler auf 12 Booten jagen 3 Zielfische. Jawohl! Mit fast 2000 PS auf riesigen Wasserflächen. Yes! Für einen Titel. Der YPC Boat 2022 wird präsentiert von Finnwal, Hammondbird und LMAB. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 5. Folge des YPC Boat 2022 und damit zur 3. Folge der Gruppe A, in der wir euch die erste Hälfte des 2. Wettkampftages zeigen. Bevor wir die Boote ins Wasser lassen, ordnen wir die Ergebnisse des 1. Tages kurz ein. Team Nace erlebte nach einer kurzen Aufwärmphase einen absoluten Traumtag. Quasi an einem einzigen Spot konnten sich Dustin und Felix bereits vor 12 Uhr eine Full Card mit richtig guten Fischen erangeln und diese dann sogar noch mehrfach verbessern. Mithilfe von 2 Meter Hechten, einem 51er Barsch und 5 weiteren guten Fischen liegt der Durchschnittswert jetzt schon bei über 95 Punkten pro Fisch. Die größte Chance, dieses phänomenale Board noch zu verbessern, liegt bei den Zandern, denn der 62er Zander ist mit 80,6 Zählern momentan der punktschlechteste Fisch in Nays Wertung. Auf Platz 2 liegt Finnwal. Simon und Martin erwischten den besten Start und konnten dann auch relativ früh ihre Karte komplettieren. Auch wenn sie bereits 3-mal upgraden konnten, birgt ihr Board noch immer eine Menge Verbesserungspotenzial und dementsprechend auch Chancen für die Konkurrenz. Ilex hatte einen sehr schweren Start, doch ein Gewässerwechsel brachte die Wende. Mit mittlerweile 4 guten Barschen, 2 kleineren Hechten und einem guten Zander ist die Ausgangslage klar. Der fehlende 2. Zander muss her und dann sollte man versuchen, die Hechte zu verbessern. Bei Hammondbird liefen an Tag 1 vor allem die Zander ziemlich gut und auch die Barsche haben sie bereits beisammen. Die Mission für Luis und Lukas müsste heute also zunächst Hecht lauten. Umgekehrtes Bild bei Headbanger Lures. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten Emanuel und Sven 4 Hechte und einen Zander erwischen. Da 3 der 4 Hechte in guten Größen an Bord kamen, ist die Ausgangslage alles andere als schlecht. Doch es fehlen noch 2 Barsche und ein Zander zur Full Card. Die schwerste Aufgabe haben Evert und Stefan vom CWC-Team. Nach einem guten Start mit einem 93er Hecht und einem ordentlichen Zander kam gar nichts mehr in den Kescher. Wie ihr Schlachtplan für heute aussieht, bleibt abzuwarten. Die Gewässerauswahl der 6 Teams am Morgen sieht folgendermaßen aus. Hammondbird startet auf dem Haringfleet, CWC auf der Ammer, alle anderen 4 Boote beginnen auf dem Hollandsteep. Headbanger hat sich für eine extrem kurze Anfahrt entschieden. Everyone was running away. We don't even see them anymore. Fast start, we are still at the harbor at the boat ramp. Because we lost a really big pike here yesterday, 120 plus. We had it 4 meters from the boat, jumping 2 times, and then he threw the hooks. But we had a really good look at it, and hopefully it's still in the area, and hopefully we can trick it again. So, heute gehen wir angeln für Hecht und Barsch.
You're standing deeper now. Yeah. Why? I don't know. Maybe I'm nervous. Good morning to you all. Good morning. This is the second day. We have a new game plan. And we are at place number 6. That's not good. No. But we will be the jack out of the box and we will surprise you all, because I think our game plan rocks. And we just keep on hammering and we'll show you guys. So we need to pull up some really nice perch now, just for maximum 1 hour fishing for perch. Then we go for sander and hopefully we can have 5 hours really serious pike fishing. Good morning, guys. Good morning. It's the second day and we need a sander badly. Yeah. But I think we're gonna do it right now and then we try to improve the pike. Sander before, pike after. YPC Boat 2022, Tag Nummer 2 für Team Hummingbird. Ja, heute geht's los. Uns fehlen definitiv 2 Hechte. Die brauchen wir für die Full Card. Trotzdem sind wir am ersten Spot genau dort, wo wir auch beim letzten Mal den dicken Barsch hatten. Genau. Denn wir werden heute wirklich erstmal versuchen, unsere Fische generell zu verbessern, in der Hoffnung, vielleicht hier und da ein Hecht noch mit zu erwischen und nicht das gezielte Hechtangeln betreiben. War im Training auch eigentlich immer wieder so, dass die Hechte als Beifang kamen. Wir können hoffen, dass dem auch so ist und dann wird unser Plan funktionieren. Ja. Und die dicken Barsche können wir nur gut gebrauchen, würde ich sagen. So sieht's aus. Also drückt uns die Daumen, wir geben jetzt Knallgas. Die Köder sind ready, die Haken sind scharf. Auf geht's. Etwas überraschend, dass Sven und Emanuel mit 4 Hechten auf dem Konto zuerst gezielt auf Hecht fischen, Hummingbird ohne Hecht in der Wertung wiederum auf Beifangpikes beim Barschangeln setzt. Nays Plan war dagegen zu erwarten. Ja, der erste Tag lief sehr gut von uns, deswegen ändern wir ein bisschen die Taktik und versuchen mit großen Ködern große Fische zu fangen. Also heute geht es wirklich nur auf die großen, vor allem auf Zander, weil es ist gar nicht so einfach, unsere Karte noch zu verbessern. Aber wir geben alles und es ist unser Ziel, in erster Linie die Zander heute zu verbessern. Mal gucken, ob es klappt. Wir starten wieder in die nächste Runde rein und wir beginnen genauso wie am ersten Tag. Der Spot hat geliefert und wir sind voller Hoffnung, dass er heute noch mal Fische bringt. Schauen wir mal, was das gibt. Wir wollen unbedingt die Barsche noch verbessern. Die sind verbesserungswürdig. Das ist eigentlich unser primäres Ziel heute. Und dann schauen wir weiter, wie der Tag so verläuft. If I lose 120 again today, I'm gonna curse in German. Your favorite word. I already know what you're gonna say. And it's not a nice one. Fish on, guys. Zander, schnell, 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 schnell. Yes, yes. Das ist eine Verbesserung. Das ist eine Verbesserung. Boom. Ja. Keine, nicht mal eine Minute geangelt. Wow. So kann es losgehen. Zweiter Wurf. Zweiter Wurf. Yes. Wow. Unweit unseres Spots befindet sich auch Team Nays. Die haben jetzt schon den ersten Fisch im Kescher. Was ein Start. Oh. Das ist definitiv eine Verbesserung. Ja, ist kein Riese, so 65 vielleicht, aber sind 3 cm. Ja, schöner Fisch auf unserem Predator. Prototyp 20 cm. Geiles Teil, geiler Fisch. Messen wir direkt, Measureboard ist nass. Geil. Ja, 70er Zander, so kann es losgehen. Eine Verbesserung um 7 mal 1,3. Geil. Der darf schwimmen. So, großer. Ciao. Wow, das denn? Das ist ein Start. Geil. So kann es weitergehen. Und unsere Taktik ist tatsächlich aufgegangen. Ich habe es gerade noch gesagt. Große Zander angeln mit großen Ködern. 20er Predator. Das ist echt eine Macht, hat er schon oft bewiesen, auch in anderen Turnieren.
Sau geil, so darf es natürlich weitergehen. Ne? Jo. Ich setze auch auf den Predator, 20 cm. Vielleicht habe ich auch gleich so viel Glück wie du und kann auch einen landen. Wäre geil. Das gibt's doch nicht. Nace möchte einen 62er Zander verbessern und das gelingt Dustin mit dem zweiten Wurf des Tages. 10,4 Punkte gehen aufs Scoreboard und spätestens jetzt sollte Nace eigentlich nicht mehr einzuholen sein. Ja, die Tage haben wir hier alleine gefischt, jetzt haben wir halt Besuch hier. Aber gut, ist auch ein gutes Zeichen für uns, die Fische sind da. Jetzt gilt es, sie nur noch zu überreden. Fokussiert bleiben und unseren Job machen. I feel there's gonna happen something today. Ja, ja, Fisch, 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 Fisch. Einmal zur Seite. Nein, weg. Das war ein Hecht. Ah. Ah, Jesus. Nein, warum? Zweiter Wurf? Erster Wurf. Oh. Erster Wurf. Wir brauchen die Pikes. Oh, no. Hier, kaputt gemacht hat er den Kleinen. Verdammt. Der geht nochmal. Der hat Glück gebracht. Alter, komplett zur Nagel. Ich nehme neun. Das gibt's doch nicht. Auf den ersten Wurf einen Biss zu bekommen, Fisch drauf zu haben. Ich weiß nicht. Also, das. Da habe ich gemischte Gefühle. Das war oft. Gut und oft richtig scheiße. Hoffen wir mal, dass heute einer der Tage ist, wo es oft gut oder echt gut ist. Oh Mann! Like, really fuck. That was close. The first bite of the day. Did you see him? Did you see the swirl? Yeah. Shit. Oh, yeah, that one's. Phew. I was not ready for that. Okay, should we spot lock here? Because this is the same spot. For you guys, it's proof. You don't need a big boat or a fast boat. Most of the times, the real good spots are nearby. It happens quite often when you pull the bait up to the surface, they attack it. So a small tip, guys. Don't pull out your baits too fast when you're at the boat. Ja, dass wir vom Platz 1 gestoßen werden, das kann definitiv noch passieren. Aber dass wir komplett vom Treppchen gestoßen werden und somit nicht weiterkommen, das kann ich mir zum Glück nicht vorstellen. Und somit habe ich hier so ein bisschen so ein Luxusproblem. Wir wissen eigentlich indirekt, dass wir eventuell weiterkommen. Aber ich stehe hier ein bisschen im Schatten vom Dustin und muss hier auch unbedingt mal einen Wertungsfisch mit einbringen. Denn mit diesem Zander eben hat Dustin meinen letzten Wertungsfisch aus unserer aktuellen Wertung gekickt. Aber ich bin froh, dass er ihn gefangen hat, denn so konnten wir upgraden. Am Ende ist wichtig, dass wir das als Team ein gutes Ergebnis haben. Wer die Fische letztendlich fängt, ist auch egal. Zander steht auf dem Programm. Ich versuche jetzt hier heute mit unserem neuen Magic Z-Jet in 4 Inch. Das ist die alte Basis vom Metajet und der kleine Schwanz vom iShed Tail. Also ein bisschen Mix auch von Metajet und iShed Tail. Ein bisschen slimmer noch. Slimmer, dünner wie der Metajet früher. Das ist oft, diese schlanken Köder sind oft sehr, sehr gute Zanderköder, aber auch Barschköder. Wir stehen hier jetzt vor so einer kleinen Spundwand. Ich glaube, den Spot kennt so ziemlich jeder und versuchen hier einen Zander rauszuholen. Wir hatten hier gestern Abend in 20 Minuten zwei Fische. Gail hat einen richtig guten Fisch auch drauf gehabt, den hat er leider verloren. Und versuchen hier jetzt schnell einen Zander zu fangen. Bis jetzt klappt es noch nicht, aber wir sind guter Dinge. Okay, Stefan, we go. Yeah, but let me do one more cast. No, 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 we go. We don't gonna waste our time here. We go for the zenders. They are not here. We wait until the current goes the other way. We need to be smart and not make the same mistakes that we did last time. Of course, but you know, we have been here 10 minutes. CWC nimmt den ersten Gewässerwechsel vor. Es geht flussabwärts von der Ammer zurück aufs Hollandsdiep. Musik.
it up. This is a really cool place. It's sand bottom, super shallow with some weeds. I think the sanders go in here and just warm themselves because it's so cool place. Hopefully we can find them again here and get some good strikes. Nichts Großes, aber Fisch. Barsch. Ist echt nicht groß, glaube ich. Verbesserung wird da keine sein, nehme ich an. Wieder auf den kleinen Molex Artichet. Allerdings ist da, glaube ich, keine Verbesserung. Wir messen ihn natürlich trotzdem mal schnell. So, er hat glatte 33. Ja, aber wieder kein dicker. Na, warte, Luis, brauchst du den Köcher? Entweder mit der Hand oder mit dem Köcher? Ja, ja, mit der Hand. Nur einen kleinen, er kommt direkt wieder zurück. Fische sind da, aber noch sind sie zu klein. Schauen wir mal, dass wir das möglichst schnell ändern können. Oh, schöner Barsch. Schöner Barsch. Der bringt uns weiter. Jammern. Jammern. Alte Kescher auch. Mission Dickbarsch. Mission Dickbarsch. Woo! Woo, woo, woo. Das sind die 40er, die wir brauchen. Genau die brauchen wir. Das war das Ziel. Davon noch mindestens ein. Ich anker. Ja, ja, ja. Anker mal. Schönes Ding. Legen wir das mal ab. Haken müsste sehr weit vorne sitzen. Ja. Haken sitzt sehr gut. Aber der hat meinen Gummifisch gefressen. Vielleicht ist er noch im Maul. Guck mal. Ja, da ist er. Da ist er. Schöner Brocken. Oh ja. Oh ja. Der kratzt die 49 an. Nee. 48er. Ja. Ja. Der Fisch geht schnell zurück. Ja. Vielen Dank, dass du zu Besuch warst, lieber Barsch. Wahnsinn, ey. Ja. Gut, dass es auch mal nicht im Pre-Fishing klappt. Wir hatten gestern ja einen Tag Drehpause. Wir hatten gestern zwei 50er. Ja. Und heute kommt auch ein Trümmer, richtig schöner Fisch. Aber das sind für uns doch absolute Ausnahmefische. Ja. Und wir sind echt überrascht, wie das im Tournament gerade hier bei uns läuft. Richtig geil. Ne? Wir haben auch Schneidertage, wir haben auch Kacktage, auch hier. Ja. Und heute ist uns Petrus einfach wohlgesonnen. Und wir freuen uns einfach, dass wir euch auch solche Fische zeigen können. Mega. Boah, Gänsehaut. Und wir freuen uns, solche Fische sehen zu können. Der Tag beginnt ein bisschen, wie der erste gelaufen ist. Die Pläne der beiden Spitzenteams gehen relativ schnell auf. Der Rest muss sich erstmal in den Angeltag reinkämpfen. Ja, vor lauter Aufregung lag meine Rute unterm Kescher. Wir saßen wieder drauf. Gestern ist ja alles kaputt gegangen, was geht. Der Kescher ist krumm und schief. Simons Chatterbait ist gerade kaputt gegangen, dann unser Measureboard ist kaputt, Simons Hände waren kaputt, alles kaputt, aber... Die Fische beißen. Ey, selbst wenn die Rute gleich bricht, wir sind einfach nur happy gerade. Ja, ja. Mega. Routen kriegen wir genug. Paar haben wir noch dabei. Paar haben wir noch dabei. Gut. Jesus. So, first spot, first bite. Sadly it didn't hook the fish, it was an upgrade I think. But for now, we're gonna focus on perch, I think the entire day. Yeah. So, oh, for go. The power hour, we go for sander. Yeah. But our game plan for today is aiming for the perch on different spots. So let's do that. Yep, yep. Ja, Leute, wir haben hier jetzt den Platz wirklich ausgiebig ausgefischt. Gail hatte einen Fisch, ein bisschen, einen Fisch ganz kurz dran. War nix. Wir fahren jetzt noch einmal weiter und versuchen weiter auf Zander zu chicken und müssen uns jetzt unbedingt einen Zander erstmal holen. Fisch. Guter Fisch. Wenn es ein Zander ist, ist es ein guter. Wenn es ein Hecht ist, ist kein guter. Ich glaube, ein Hecht, weil er gleich oben ist. Ja, es sieht nach einem Hecht aus. Ja. Ah, ganz so schlecht ist er gar nicht. Ich hoffe nur, jetzt macht mir den Köder nicht so kaputt. Nee, lass. Da. So, quick release. Wer ist er? Petri, mein Lieber. War jetzt nicht so schlimm. Aber war auch mit 60er. Hecht, oder? Ja, sowas.
Also 60 wird er gehabt haben auf jeden Fall. Hat mir den ganzen Köder zerschlagen. Echt schade, flattert. Wir haben nur zwei Stück noch von denen. Also nur noch einen, insgesamt zwei. Ja, ja, der läuft noch, aber... Wenn nicht mehr, haben wir auch Sekundenkleber, aber genau. Wird er noch ein bisschen gefixt. Das passiert ja auch nicht so oft, dass du im Wettkampf es nicht schlimm findest, wenn ein Fisch jetzt vor den Füßen noch aussteigt. Das ist schon echt eine Luxussituation, in der wir gerade sind. Hoffentlich fällt uns das nicht auf die Füße, weil wir denken, ah, wir sind safe. Und am Ende passiert doch noch was. Wer von euch den YPC Shore gesehen hat, mein Halbfinale gegen Patrick Marable, da war ich auch sehr komfortabel in Führung und dachte, boah, das kann man... Oh, weg ist er! Puh, das kann man eigentlich nicht mehr einholen. Das war am Ende so knapp. Oh, und jetzt hatte ich einen echt guten Biss. Das war ein guter Fisch. Das ärgert mich tatsächlich. Kacke. Naja, weiter geht's. Mann, waren das wichtige Punkte, ey. Ja, das war gut. Ey, wenn wir jetzt davon heute über den ganzen Tag, wenn wir den ganzen Tag noch zwei gute Barsche fangen, ja. Ja, dann haben wir gute Karten. Ein 33er und ein 36er bringen uns schon weiter, ne? Ja, ja. Das ist so. Also wenn wir vier 40 plus Barsche in der Wertung haben, wäre schon mega. Klingt schon leicht dekadent, aber ja, es ist möglich. So. Es ist möglich, ja. Das ist ja auch das Schöne, das nimmt uns wieder so ein bisschen Druck raus, ne? Ja, der definitiv. Frühe Fisch. Ja, definitiv. Das stimmt, den Druck haben andere. Headbanger braucht in erster Linie zwei Barsche, Hummingbird zwei Hechte, Elex einen Sander und CBC noch von allem etwas. Not a huge one, but it's a nice one. Yep, we have it. Cool. Game on. Good job. They are here. Of course they are here. That's good. First fish for the day. That's cool. Coolie, coolie. You do the head. And it's like 63. 63? Yeah. Great job, my friend. Great job. Great job. We fill the cart with Zenders. Yeah, yeah, yeah. Ist das der Auftakt zur großen Aufholjagd? In jedem Fall ist es ein guter Zander. Nun könnten sich Evert und Truman eigentlich voll den Barschen und Hechten widmen. Well, yesterday we drift this spot in pre-fishing and I started the whole drift with the Strike Pro Bolt. This is like a, yeah, we call it a jerk bait, a switch bait. But then it didn't pay off. And now I changed back and I took a Zender, I think it was the first or second cast. So it's really effective. It has rattles in it. It's made by Strike Pro. It comes normally with three trebles, but I always get rid of the middle one because I think three trebles, it's too much. And normally they take it at the head or in the back. So it will always catch the fish. And it's a nice lure, nice design, slim. You can jerk it or just slowly retrieve it. You can do whatever you want with this lure. It's really effective, especially in the shallows. Wir sind jetzt am zweiten Spot angekommen für heute. Wir jagen den Zander und wir sind jetzt so ziemlich mitten im Teich. Hier ist ein kleines Plateau und nach dem Plateau wird es etwas tiefer. Das sind so 5-6 Meter und in diesen 5-6 Meter in der Mitte ist so eine kleine Rinne. Das ist dann nochmal gut 1,5-2 Meter tiefer. Und hier halten sich immer sehr, sehr viele Weißfische auf. Wenn hier Strömung ist, geht die Strömung über die flachen Bereiche in die Rinne. So können sie sich in den Strömungsschatten stellen, die Fische. Also hier ist immer sehr viel Weißfisch unterwegs und meistens auch die Räuber. Und vielleicht klappt es jetzt hier. Wir hoffen es. Mark und Gail angeln logischerweise auf den fehlenden Zander. Und genau das macht jetzt auch Emanuel. Der Plan, voll auf die Barsche zu gehen, scheint verworfen worden zu sein. Erst soll der zweite Zander her. I'm using a hand-poured prototype model of the big size banger ribs because I think it will be perfect for the sander. We had a nice size sander here following the big model of the firetail yesterday, but I think that bait was a little bit too big.
So hopefully we can get it today. And I'm fishing it on a rocker head with an exposed hook. Because there is some weed here, but not too much. So it's still good to go without weed list for a better chance of setting the hook. So I'm fishing with the same lure, but I like to fish a bit faster. So I'm using a 10 gram linkhead or cheburasca, if you call it. And I'm fishing jigging style. Few taps, few strong taps, let it sink to the bottom on a semi-slack line, and then retrieve it and do some few more taps. Wir sind jetzt an einem neuen Spot. Den haben wir gestern in unserem Zwischentraining nochmal entdeckt quasi. Und zwar laufen hier immer wieder tiefe Buhnen raus, beziehungsweise flache Buhnen, aber um tiefes Wasser herum. Das heißt, es ist auf der Buhne wirklich sehr flach, 1 Meter, 2 maximal. Und drumherum fällt es runter auf bis zu 10 Meter teilweise. Und wir hatten gestern wirklich auf jeder Spitze der Buhnen Fischkontakt. Das heißt, wir fahren den Spot jetzt wirklich gezielt an, suchen auf dem 360 die Buhne, fischen die gezielt an. Wenn da nichts kommt, direkt weiter zur nächsten. Keeper! Woo. Good job! This one is on. That might be an important fish. It's swallow really? Yeah, it's swallow. So the bite good. Was really good. You put the anchor, it's okay? Yeah, I put the anchor. Okay, perfect. Boah, Leute! Endlich ist er im Netz, der Zander. Es hat ein bisschen gedauert, nicht so lange. Aber wir haben ihn gefangen. So this one is 60. Da ist die dritte Full Card. Team Alex brauchte noch einen Zander. Und hier ist er. Mit über 640 Punkten liegen sie nun auch nur noch knapp hinter Finnwal. Guter Start für Mark und Gail. So, den lassen wir jetzt erstmal schnell schwimmen. Boah, das ist der Fisch, den wir so dringend brauchten. Ein 60er Zander, kein schlechter Fisch. Ah, gebissen hat der Gute auf den Magic Z-Chat, auf der neuen. Allerdings bin ich ein bisschen größer gegangen. Ich bin jetzt auf 5 Inch hoch in der Farbe Watermelon Red Flake Chartreuse. Ich bin erleichtert, dass wir den Fisch haben. Es ist zwar noch nicht, dass wir die Gruppe überleben, aber jetzt haben wir mal die Karte voll. Und wir machen jetzt vielleicht noch 3-4 Würfe und dann versuchen wir im Flachwasser zu driften. Da können wir große Barsche fangen, große Hechte fangen, große Zander fangen. Und mal schauen, ob das noch klappt. Ich habe den Zander gefangen, er ist jetzt für den Hecht zuständig. Now it's your turn, Gail. You need to catch the big pike. Now? Yeah. Let's play the rule. Fisch. Oh, guter Fisch. Ey, das fühlt sich an wie ein Barsch. Ah, ne, ist ein Hecht. Ja, so quer eingerollt. Denkst du, müssen wir keschern? Ja, ich mach's selbst. Kannst weiter angeln. Willst du keschern? Nee, ich bin da. Nicht. Kannst weiter angeln. So, das wäre jetzt Fisch Nummer 3 für die Wertung. Bringt uns leider nicht viel. Deswegen hake ich den gleich draußen ab. Dann ist er nicht so sehr belastet. Keine Kescher-Aktion. Und ja. Einen schönen Biss gemacht, der Kleine. So. Und wie immer, unser Predator fängt zuverlässig, wird jetzt aber auch schon ganz schön vernagelt von den Hechten. Hat jetzt 2 Bisse, die ich verknallt habe. Glaube ich auch Hechte und 2 Hechte auch dran. Leider habe ich von den Prototypen nicht so viel. Das ist immer, dann ist man immer so, oh, nicht, dass der jetzt kaputt geht. Hier sieht man, er ist schon richtig zerhämmert. Na, überall
Cut-Wunden und der Schwanz hier schon fast abgekattet. Naja. Ich will mich nicht beschweren. So, Fisch Nummer 3. Jetzt dürfen die Großen wieder kommen. Du hast noch keinen 80-Plus-Sander gefangen, dann haben wir jetzt das perfekte Gewinnspiel für dich. Denn du hast die Chance, mit mir zusammen auf meinem Boot ein 80-Plus-Sander Garantie-Guiding zu gewinnen. Zum Start der neuen Harry Lewis in 20 cm haben wir eine fette Aktion. Die restlichen Informationen findest du in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Mitmachen. What lies beneath can no longer hide. New Mega Imaging Plus uses high-frequency sonar to show you fish and structure up to 200 feet below your boat and 200 feet out to either side. No more secrets, no more guesswork, just a clearer picture of the world below, down to a fish's species and direction. Because more detail means more of this. Only from Humminbird. Most of the times, the small perch of the small pikes are living together with the perch on the shallows. And sometimes, if you have luck, there is a bigger pike as well. Yeah, you had like a 90 yesterday. Yeah. When we were training for the sander. And they take small baits as well. But the fun fact with small baits is that most of the time, the pike, the big pikes, are hooked in the lip. They take it really, really subtle. Yeah, they know they don't have to do the effort. Yeah. It's a little snack, like a dry mango. Finn Wahl ist mittlerweile vom Holland's Deep aufs Haringsfleet gewechselt und CWC nach dem gefangenen Zander auf den Fluss zurückgekehrt. Die Tide gefällt Evert nun deutlich besser. No, it's not really a change of plans, but this is the spot that we started this morning, but it's so important that the current must go in before we do all the way up and down and up and down. I wanted to check this spot first, and now the current is going in, and that means that the perch is normally active in this spot. So hopefully we can catch some. I start with the Astro YBL again, and it's a really good search bait. You cast far, you can cover lots of areas and find the fish. So it's a really good bait when you are on some new spot and want to cover lots of water fast. Fish. I think this is an asp. Well, we're not gonna take the risk. Oh, slowly, my friend, slowly. Yeah, are you with? I'm here. It's asp. Why? Because I could feel it. I could feel it. Well, at least they are going to be active. Bye, bye, bye. Oh. It was a good strike, but I could feel the strike and the when the fish was going fast, it was an asp. Yeah. Yeah. Perch. Fish. Oh, I missed my perch. If this is perch, then it's a huge one. Yeah, but I had one also. Oh, we have a double strike, my friend. If this is perch, but now I think it's too asp. Asp again? Yeah. Well, at least it's a sign that the fish is going to be active. It's not the species that we are looking for, but you see, if you love to fish asp, use the Astrovibe of Strike Pro. They work.
Bye bye, SP. Astro Vibe. Perfect lure. Zwei schöne Fische, doch leider nicht die gewünschten Barsche für Evert und Truman. Martin und Simon haben dieselbe Fischart im Sinn. So, ratet mal, in welcher Tiefe wir angeln. Richtig, im Flachwasser. Der nächste Flachwasserspot wieder an einer Kante, die von so 6 auf 2 Meter hoch geht. Wieder Kraut an der Kante. Und in dem Kraut hoffen wir jetzt, die nächsten Dickbarsche zu fangen. Der frühe Fang spielt uns sehr in die Karten. Das nimmt sehr viel Druck weg und sorgt dafür, dass wir noch genug Zeit haben. Auch sogar im Falle eines Falles, wenn es wirklich sehr, sehr gut läuft, nochmal gezielt auf große Hechte zu angeln. Denn das wäre der nächste Wertungsfisch, den wir versuchen würden aufzuwerten. Ja. Aber jetzt heißt es erstmal Barsche fangen. Fisch, Fisch, Barsch, Barsch. Jappa! Oh. Mission Dickbarsch, Mission Dickbarsch. Mission Dickbarsch, Baby. Schöner Barsch. Schöner Barsch. Ja. Das war der Plan. Das war der Plan. Wir wissen, wir werden euch heute nicht so viele Fische präsentieren können wie in den Episoden davor. Aber die brauchen wir, die Kumpels. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. What a Moppel, ey. Der 40 plus mit dem sehr stabilen Nacken geht wieder zurück. Super. Jetzt brauchen wir noch zwei große Barsche. Weitermachen. Alter, kostet das Nerven. Kostet das Nerven, ey. Schönes Upgrade für Finwall. Der 41er Barsch ersetzt einen Zander vom Vortag und sorgt für etwas Abstand zum Team Ilex. Fisch. Boah, da war ein Riesenfisch hinterher. Alter. Müssen wir gleich weitermachen. Da war ein Riesenfisch hinterher. Das ist jetzt Fisch Nummer 4. Er wird so Mitte, Ende 50 haben. Und hat sich auch den großen Predator reingezimmert. Also keine Angst vor großen Ködern. Was aber krass ist, da war ein Fisch hinterher, der war doppelt so groß, mindestens. Ob das ein Hecht war? Ein Zander wahrscheinlich nicht, das wäre krass. Das wäre richtig krass. Der darf zurück. Ups. Und hier seht ihr, keine Angst vor großen Ködern. Vor allem nicht beim Zanderangeln. Das unterschätzen viele. 20 cm. Der regelt heute. Vierte Fisch in kürzester Zeit. Mal gucken, was da noch kommt. Some fast energy. An egg for an egghead. Okay, we are moving spots, going for a shallow weedy area, an edge, trying for the perch again. Same story, yeah. Different spot. Catcher! Das könnte ein dicker Zander sein. Ja, 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 schnell, Catcher rein! Wow! Geil! Puh! Der nächste 70er. Fisch Nummer 5. Das könnte tatsächlich ein Upgrade sein. Oder 6. Das ist eine Angelei, die Spaß macht. Unglaublich. Da ist er. 64. 64er. Schöner Fisch, aber kein Upgrade. Deswegen darf der schnell zurück
Oh, die Bäckchen fühlen sich gut an, lecker. Aber du hast Glück gehabt. Du gehst heute nicht in die Pfanne, sondern wieder ins Wasser. Ciao, mein Guter. Danke für den schönen Biss. Das ist das Geile beim Zanderangeln, die Bisse. Vor allem, wenn man nicht typisch auf Zander angelt, also nicht jiggt und die auf volle Spannung, also wenn man den Köder unter voller Spannung einholt und reinknallt, das sind so Laserbisse, das könnte ich den ganzen Tag und jeden Tag haben. 24/7. Oh, der hat schon gelitten, der Blöde. Der hat gelitten, aber ist eine absolute Waffe. Ich liebe diesen Köder. Vor allem zum Leiern und vor allem auf Zander. Hat er ja auch in anderen Turnieren schon bewiesen. Ist eine richtige Fangmaschine. Viele gute Marken hier vertreten, was die Köder angeht. Und ja, auch wir haben was. Finnwal macht nicht nur Boote. Wir haben auch einen eigenen Jerk bauen lassen. Davon werden wir bestimmt noch den einen oder anderen in nagelneu haben, den wir vielleicht verlosen, wenn diese Sendungen hier ausgestrahlt werden. Besucht doch einfach unsere Facebook-Seite, Instagram-Seite, Team Finnwal Germany. Und dann wird euch dieses Verlosungsspielchen nicht entgehen. Und die Dinger sind richtig, richtig gut. Also den habe ich vielleicht eine Woche und der ist schon richtig zerhackt. Wirklich zerhackt. Oh man. I think the lure cross in the air. What cross in the air? When we cast really at the same time. I think there is something in our back was really, really near the accident. Okay. Really closed. Oh, you've got something white in the head. Während Gail und Mark noch so gerade einen Unfall vermeiden konnten, haben sich Truman und Everett dazu entschieden, statt auf Barsch im Fluss nun doch erst einmal auf Hecht im Großgewässer zu fischen. Yeah, we are on a really good pike spot. Lots of weeds, shallow, and you have a good drop here. And we caught some nice fish here on the pre-fishing. So hopefully it's more fish around here, so we can have some action. You know, when you see the grass like this, normally the fish are standing just inside when it starts. Really good. Schnell, 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 Luis. Ah, Zander. Das ist auch kein ganz schlechter. Oh. Sauber. Rippies. Rippies ist on fire. Nice, Mann. Oh, immerhin mal hat der Spot oder die Idee am Spot funktioniert. Hier mal wieder den kleinen RT-Shed, Molix. Schöner Zander. Oh, yes. 60. Schön. So, da haben wir den schönen Zander. Ist ein Upgrade mit 60. Der kleinste, den wir, glaube ich, hatten, war 55. Demnach, go for it. Hoffen wir, dass es gleich weitergeht. Immerhin mal ein Fisch hier. Ey. Super Fisch für Lukas. Doch ehrlicherweise bringt ein Zander dem Hummingbird-Team aktuell am wenigsten. Es fehlen weiterhin 2 Hechte für die Vollkart. Das ist ein ganz guter Tipp, wenn ihr so Swimbaits aufbewahrt, die so einen Softtail haben, wie der Scanner oder der Dowswimmer, macht die immer ab, weil in der Box verbiegen die gerne. Dann lege ich die lieber ein bisschen gerade hin. Hier bei dem Dowswimmer ist noch so eine schöne Form dabei, wo man es wieder reinpacken kann. Und dann kann man die eigentlich in der Regel ganz leicht wieder einsetzen. So bleibt das alles schön gerade und der Köder läuft sauber. Wenn ich so Köder leier über dem Kraut, fische ich am liebsten richtig starkes Fluorocarbon. Das ist jetzt 1 mm dick, das ist 100% hechtsicher. Der große Vorteil daran ist, dass es sich jetzt nicht verheddert, also beziehungsweise wenn es sich verheddert, was ja öfter mal mit den Drillingen passiert, verknickt es nicht so doll. Und man kann es relativ schnell und einfach bearbeiten. Ich habe jetzt zum Beispiel hier den Knoten, hat glaube ich Marc schon mal vorgestellt, einen ganz einfachen Knoten nur gemacht, das Ende dann durchgesteckt, mit einem Feuerzeug verödet. Und so hält das. Ich zeige euch das mal. Wenn man das zum Beispiel aufmachen will, schiebe ich den Knoten einfach auf. Hol das Ende, was hier eben mit dem Feuerzeug verödet ist, raus. Wechsel den Köder. Mach
den dann einfach wieder hier rein, steck den da eben durch und zieh den fest. Viele werden denken, boah, wie soll das halten? Aber da kann man ziehen, wie man will. Das geht nicht mehr auf. Relativ einfach. Dann, für mich wichtig, habe ich noch 2 Meter 40er Fluorocarbon vor, einfach um die Scheuchwirkung ein bisschen zu minimieren. Und das ist dann ein optimales Setup, um mit großen Ködern hier im Kraut zu leiern. Wenn ich jetzt kleinere Köder fische, dann fische ich lieber das Niti-Material, also steifes Stahlmaterial, was ich von Stroft euch schon mal vorgestellt habe. Aber so seid ihr auf jeden Fall im Flachwasser mit großen Ködern bestens gerüstet, ohne ständig verknickte Stahlverfächer wechseln zu müssen. Und auch der Vorteil zu einer Spinnstange, Titanstange oder einem dicken Stahl. Ich habe immer das Gefühl, es ist im Wasser weniger sichtbar. Und das ist mir eigentlich der wichtigste Vorteil von allen. Mhm. Oh, ja, voll. Oh ne, jetzt komme ich am Arsch. Ich weiß nicht, was es ist. Ist egal, was es ist. Alter, ist eigentlich egal. Oh, ist das ein Rapfen? Ich glaube, es ist ein Rapfen oder so. Das ist egal. Nicht. Warte, Musa. Ja. Ja, ja. Ist ein Rapfen. Eieiei. So, jetzt sind wir alle wach. Jetzt sind wir alle wach. Oh. Ja, der will nicht. Der will noch nicht. Ja, die haben aber auch Power, ne? Ui. Der USB-Blitz, der fängt alle. Das gibt jetzt extra Punkte, habe ich gehört. Ja. Schön wär's. Ein wunderschöner Rapfen. Zählt leider nicht. Aber der Biss hat mega Spaß gemacht. Ein schöner, ey. Geiler Fisch. Ja. Ein schöner. Ja? Und heppa. Gestern hatten wir ja einen freien Tag. Da konnten wir uns ein bisschen sammeln und orientieren. Ja, dann haben wir diesen Spot hier aufgesucht. Da hat Simon schön Zander, hast du hier gefangen, ne? den einen Zander. Und dann hatten wir noch einen richtig guten Hechtnachläufer. Der hatte roundabout einen Meter. Der hat auch nur geguckt, der hat nicht geschnappt. Wir haben ihn nicht weiter angeworfen, in Ruhe gelassen. Ja, und jetzt hoffen wir, dass er vielleicht noch da steht in seinem Revier. Dass wir den jetzt auch noch mal an Bord begrüßen dürfen. Natürlich ein Träumchen. Ja, mal gucken. Vorm Boot. Vorm Boot, genau wie gestern. Genau wie gestern, Mann. Alter. Ich hab ihn gesehen, das ist der von gestern. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Der hat auch Power. Das wird ein bisschen dauern. Komm. Ich hoffe, der Fischer. Das ist er. Ja! Mann! Was hab ich gerade gesagt? Er steht geil, hier noch! Geil! Ich hab ihn gesehen! Boah, vorm Boot, ey! Vorm Boot! Genau wie gestern, ne? Der ist bis zur Bordwand mitgekommen. Pass auf! Ja. Geil! Ja, Meter wird er wahrscheinlich nicht ganz haben. Aber er verbessert uns. Aber ein massiver Fisch. Massiv, ja. Ich hab mich vielleicht mit der Größe verschätzt, aber der verbessert uns. Ist egal. Was ist ein Ding, ey. Ah, unglaublich. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Der verbessert uns. Aua. Schon wieder Finger kaputt. Aua. Ja, das ist, die Hand ist wieder aufgegangen, glaube ich. Geil. Aua. 98 hat er. Quasi auf Ansage, dass der Fisch, den wir hier gestern gesehen haben, wir haben ihm offen Echolot markiert, gestern nicht nochmal angeworfen und jetzt steigt er wirklich ein. Ja. Und er beißt mir nochmal in den Finger. Ja. Und weg ist er, Also ich brauche jetzt mal einmal hier wieder die Krankenschwester, ja, Martin. Ja, Krankenschwester kommt. Ja, der hat sich eben im Kiemenbogen geschüttelt und hat mir das Pflaster hochgedrückt. Das ist mir die ganze Fingerkuppe wieder aufgegangen. Das ist nicht schlimm. Also für den Fisch ist es das Ganze wert. Aber es tut gerade ein bisschen weh.
Das gibt's doch nicht. Mit Ansage können Simon und Martin diesen knappen Meter haken und anschließend in den Kescher befördern. Team Finnwal kann sich um satte 20 Punkte verbessern und nimmt langsam aber sicher Kurs aufs Finale. Ganz stark! Ja, nach dem großen Hecht ist vor dem nächsten Fisch. Wir sind überwältigt, dass der Plan jetzt auch so funktioniert hat. Waren wieder ein kleiner Chatterbait, sehr langsam geführt, über den Grund. Ne? Das heißt, wieder mal nicht einfach nur eingeleiert, sondern mit Bedacht eingeleiert. Wir haben hier einen Bereich, der ja, ein bisschen tiefer ist, so 3 Meter. Und wir haben unten auf diesen 3 Meter, auf dieser 3-Meter-Schicht haben wir ein bisschen Kraut. Und wir gehen davon aus, dass da die Fische einfach drauf liegen, dran liegen. Und wenn der Köder natürlich dicht über den Köpfen der Fische herzieht, hat man eine gute Chance, sie zu fangen. Es hat funktioniert. Und wir freuen uns auf den hoffentlich nächsten Fisch. Ja, wir müssen tatsächlich mal überlegen, was wir jetzt noch verbessern können. Wir haben 3-Meter-Hechte, nee, 2-Meter-Hechte, ein 94er, genau. 51er Barsch, 48er, 47er, 72er Zander, 70er Zander. Genau, wir haben jetzt den, mit dem 70er Zander haben wir heute schon Upgrade. Ja, genau. Ich würde vorschlagen, wir probieren mal Hecht, Großhecht. Genau, den 94er vielleicht rauszudrücken. Ja. Wird schwer, aber möglich definitiv. Ja, obwohl man muss schon sagen, am realistischsten ist tatsächlich den Zander noch abzugraden. Wir hatten 80er Nachläufer, es wären 10 Punkte nochmal. Du hattest einen richtig großen hinterher. Und der Barsch, ja, auch wenn man da noch einen 51er also fängt. Also die Chance, dass du irgendwie so einen 48er, 49er fängst, ist gegeben, aber es bringt halt fast keine Punkte mehr. Ja, also da beim 48er sind es 2 Punkte. Ja. Also, nächster Spot, Hechtspot, oder? Genau. Let's do it. Luxusprobleme bei Team Nays. Man versucht nun also, einen 94er Hecht zu verbessern. Ein Zielfisch, den Hummingbird noch deutlich dringender braucht als Dustin und Felix. So, wir machen jetzt einen Spotwechsel. Wir lassen jetzt dieses Boon-Hopping sein. Ein Fisch kam raus, ein Fehlbiss hatte der Lukas. Gestern lief das ein bisschen besser auf dieser Strecke, aber wir haben gesagt, wir halten uns nicht so lange auf mit dem Ganzen. Wir haben jetzt alle Buhnen, die interessant waren, abgefischt. Wir machen jetzt einen Spotwechsel. Eine Strecke, wo ich im Training Hechtkontakte hatte und auch Hechte gefangen. Und jetzt gehen wir ein bisschen gezielter auf Mission Pike, denn wir brauchen noch 2. Und so langsam wird es Zeit. Lukas. Let's do that. Auf geht's. Das war ein 80er Fisch. F***ing hell, das gibt's doch nicht. Was ist denn heute los, Mann? Boah! Ja, jetzt sind wir an einem absoluten Big Fish Spot. Hier sind 1,20 Meter Hechte gekommen. Das ist natürlich jetzt auch unser Ziel. Klar, ein bisschen vermessen, aber wir haben Lauf im Moment. Wer weiß, vielleicht haben wir Glück. Ich angel so weiter wie vorher, einen dicken Predator, überlege dann nochmal einen großen Spinnerbait dran zu machen, um, ja, jetzt tagsüber habe ich ein bisschen das Gefühl, dass die Fische eingeschlafen sind und man ein bisschen mehr Krach braucht, um zumindest einen Reaction-Bite zu provozieren, aber mal gucken. Anfang mit dem Predator und dann dicken Spinnerbait dran. Los geht's! Was hältst du davon? Ja, Fisch an! Geil! Oder ist das ein Hänger? Nee. Ist das ein Fisch oder nicht? Nee, Hänger. Sicher? Nee, Hänger. Ich hab Angst. Ich will noch nicht den Druck weglassen, aber das ist ein Hänger. Ja. Hast du so tief geangelt oder was? Nee. Weird. Das sind jetzt 2 Flunken des Drillings, sind stumpf. Ein bisschen nachschärfen sicherheitshalber. Sie waren nicht ganz stumpf, aber ich will auf Nummer sicher gehen. So wenig Bisse, beziehungsweise ich habe noch gar keinen Biss heute bekommen. Und wenn ich einen bekomme, dann möchte ich den auch verwerten. Deshalb auf Nummer sicher gehen, immer einen Wettstein dabei haben, um die Drillinge kurz nachzuarbeiten. Jetzt sind sie wieder richtig schön scharf. Ja, bei uns an Bord
haben wir so eine kleine Tradition. Wer abmuschelt, ich habe hier gerade ein paar Muscheln gefangen, der hat an dem Tag viel Glück. Ich freue mich über diese kleinen Muscheln. Simon, ich habe abgemuschelt. Petri! Petri, dank. Jetzt machen wir weiter. It's not so bad. Not oh, so, it's a big bridge. Yeah. It's not so bad. Not so bad too. Oops. Oh, oh. No, wait. Yeah. Yeah, man! Yeah, that's a good improvement. Today we need a pike, so I do perch. Wow. 41. Boomer did it again. Cool. Yeah, it's 49. Wahnsinnsfisch. War geil. Und schon wieder auf dem Boomer. Der fängt alles mit dem Boomer, der Kollege. Wow, lassen wir den mal schwimmen. Wow, ein Barsch. Cool, ich muss zugeben, den hätte ich auch gern gefangen. Aber das ist eben Teamwork. Traumbarsch für Gail, der Team Ilex weitere 16 Punkte bringt. Denn ein 41er Barsch vom Vortag fliegt aus der Wertung. Ilex rückt Finnwal wieder etwas auf die Pelle. Doch noch während Gail seinen Freudentanz aufführt, ist auch bei Finnwal schon wieder die Rute krumm. Fisch, Barsch. Und guter. Kommt. Ja, ein Barsch. Oh ja. Jappa! Der Barschbaron, der Barschbaron! Ich dreh am Kabel, Mann! Geil. So. Jo, Fisch ist hier. Er hat genau 40. Kurz nach dem Hecht kam dann jetzt noch der 40er Barsch auf den Barschbaron. Und der darf jetzt auch schwimmen. Hat er sich verdient. Ein schöner Barsch. Doch kein Upgrade für die beiden. Für eine Verbesserung müsste der Barsch mindestens 42 cm groß sein. Vielleicht wäre es einfacher, den 57er Zander zu verbessern. Ich würde weiter auf Barsch angeln. Ja? Wenn wir weiter auf Barsch angeln, können wir noch einen größeren Hecht fangen. Wir können Zander fangen und wir können... Ja, wenn wir Jiggen fahren auf Zander... Ja gut, hatten wir auch einen guten Barsch drauf, aber... Ich würde hier weiter angeln, ja. Wir haben noch ein paar Fische gefangen, lass uns weitermachen. Ist doch ja. alles wir verändern nichts an der Taktik, wir bleiben hier. Ja. Hier kannst du natürlich gut mit Jigspinne angeln, weil du halt das Kraut ganz weit unten hast, ne? Bei 3 Meter. Ja. Aber ich bleib mal einfach beim Chatterbait. Ja, natürlich. Ne? Sind wir flexibel. Ja. Lurlock. Robuste Angelboxen, entwickelt von Turnieranglern, hergestellt in den USA, ausgestattet mit dem gewissen Extra. Eine neuartige Technologie, die dein Tackle an Ort und Stelle hält, bis du es benutzen möchtest. Köder, Gewichte und Haken haften zuverlässig in der Box, so gehören ausgekippte Kisten, Hakensalate und Kratzer auf deinen hochwertigen Hardbaits der Vergangenheit an. Das in den USA produzierte TechLogic Gel ist geruchsneutral und pflegeleicht. Es haften keinerlei Rückstände am Köder. Lurlock, die Revolution in deiner Angeltasche.
Ooh. Yeah, we're fishing for pike here, and suddenly Evert has a really big perch after. He switched his rod to a crank X, shallow, and suddenly it's a really big perch just turning around the boat here. So we try for perch for maybe 20 minutes here and see if we can catch one. You don't have any spinner baits? Nothing? You? No. 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 Jesus Christ. Ja, immer noch auf der Suche nach den Hechten, haben wir uns jetzt mal dazu entschlossen, auf die flacheren Regionen zurückzugreifen und mal richtig auf Hecht zu fischen, auch was die Köder angeht. Einfach mit etwas größeren, das ist noch kein Riesenköder, aber mit etwas größeren Ködern zu fischen, um zu schauen, ob wir die Fische auch wirklich im Kraut noch haben. Wir haben das im Training leider echt kaum gefischt, einfach weil wir die Hechte immer als Beifang hatten. Und wir haben eigentlich dabei nicht gedacht, dass der Hecht unser Problemfisch werden könnte. Somit müssen wir jetzt wieder ein bisschen neu entdecken und neu suchen. Und hier ist auf jeden Fall Kraut am Start auf dem Plateau. Wir driften es jetzt einmal rum und schauen mal, was das Resultat danach ist. Uns rennt so langsam so ein bisschen die Zeit davon, aber zwei große Hechte, die müssen groß sein, die sind auch manchmal innerhalb von ein paar Würfen schnell gefangen. Also dementsprechend sind wir noch lang nicht negativ eingestellt. Das schaffen wir noch. Auf jeden Fall. Zieht euch warm an. Die Letzten werden die Ersten sein. Oh, jetzt bekomme ich endlich meinen ersten Biss. Direkt vorm Boot. Ich habe es gesehen, ist ein Zander drauf auf den 20 cm Predator getrailert mit der Maus. Hing auch kurz, aber hat nicht richtig gehakt. Mist. Oh, wäre vermutlich kein Upgrade gewesen, aber war jetzt auch kein ganz kleiner. Nee, 65 hat der locker. Ja, 65 hatte der auf jeden Fall. Egal, weitermachen. Ach, Mist, ey. Kleiner Hecht. Nee. Zander? Ja. Ein Zander? Ja. Das gibt's doch nicht. Die stehen hier im Kraut. Das gibt es doch nicht. Ach ja. Weitermachen, komm. Das kann nicht sein. Das ist echt nicht zu glauben. Herdwänger braucht Barsche, Hummingbird Hechte, CWC beides und der Rest kann gemütlich upgraden. Wer fängt den nächsten Fisch? Könnte ein Barsch sein? Da ist der Zander. Da ist der Zander, auch ein guter. Den brauchen wir. That's the way. Wir könnten vielleicht auf Zander stehen. Lirum, Larum. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Oh, geil, ey. Mega. Echt gut. Mega. Markieren. Uns fehlen die Worte. Markieren wir den Spot. Ich hab geankert, alles okay. Okay. Ah, geil, jetzt los. Sehr schön. Okay. Ein 71er. Ne. 71. Geil. Also Leute. Geiler Drachen. Ja, wenn es läuft, dann läuft's. Dieser schöne Fisch geht auch wieder zurück. Und wird mich wahrscheinlich jetzt nochmal richtig nass machen. Ja. Genau das sollte er machen. Während drei Teams heute bisher wirklich nicht vom Glück geküsst sind, läuft es bei den anderen drei umso besser. Finnwal kann den punktschlechtesten Fisch des Boards rauswerfen und knackt als zweites Team die Schallmauer von 700 Punkten. Herdwänger startet unterdessen die Power Hour. Vermutlich gehen sie nun doch wieder auf Zander. Yeah, just for the Power Hour, we do a little Game Boy Fishing. And then we use a different scope. It's called the live scope. So we can see if there is fish around the boat and then hopefully we can drop on their heads. And we just install the scope. And sometimes it's fun to do it a few hours a day, but it's good to have some different tactics because the casting isn't working that good today. Be prepared for some nice sander, hopefully. So now we see a fish. You see a fish on the screen. And then it's just watch. You're gonna search for fish. Like, I think it will be sander. And if it's a good fish, we're gonna present a big soft bait, like a really big size.
compared to what we use with jigging. And then hopefully the sander will attack it right away, or else we're gonna try to tease it. But yeah, that can be really scary when you do pelagic fishing, specifically in this lake. But we will see what will happen. Dass der Spot hier nicht ganz falsch sein kann, könnte man darauf zurückschließen, dass da drüben Team Finnwald steht. Und die waren am ersten Tag waren die auf Platz Nummer 2, glaube ich sogar, hinter Dustin, hinter Nace. Ja. Wie sie jetzt stehen, wissen wir natürlich nicht, aber definitiv besser als wir. Vielleicht können wir hier denen auch noch ein, zwei Fische von ihrem Plateau mopsen. Aber natürlich haben wir die 100 Meter eingehalten, alles. 110 sogar, um auf Nummer sicher zu gehen. Mindestens. Unser Plan ist eigentlich mehr als aufgegangen. Wir hatten vor, die Barsche zu verbessern und den Zander. Das ist uns sehr gut gelungen, unserer Meinung nach. Wir hoffen, dass vielleicht noch der ein oder andere noch bessere Barsch einsteigt. Noch haben wir Zeit. Mit ein bisschen Glück hatten wir dann auch auf den Hecht gehofft, der dann auch noch kam. Also Petrus ist heute mit uns. Jetzt nutzen wir noch die restliche Zeit, um vielleicht noch den einen oder anderen hier auf so einem Plateau zu kriegen. Wieder im Flachwasser. Und dann hoffen und beten, dass es reicht. Petrus ist Finnwal heute definitiv wohlgesonnen. Lässt er vielleicht auch mal einen Fisch für das im Hintergrund fischende Hummingbird-Team oder die beiden Schweden Brands CWC und Herbanger springen? Okay, I have it. I'm here. Oh, come on. Oh, slow. Yes, it's not the big one, but yeah, it's, but it's hey, they are here. Oof. You grabbed the measure board. It's like 39. One perch. That's good. Boof. Now we take another one. We need to. Yeah. Was not the fast one. Yeah. We were fishing a weed line here and we have some nice pike here on the pre-fishing, and suddenly after Evert's bait a huge perch was coming after, so we switched to perch gear, and Evert has had another fish after, and second cast for me, boom, on the strike pre bolt. It's a twitch bait, jerk bait. So that's nice. Ein Lebenszeichen von CWC. Schöner Barsch für Truman und der vierte Wertungsfisch ist an Bord. Luis und Lukas verzweifeln währenddessen an den Hechten. Ja, wir hätten vielleicht doch mal einen Tag Wolgerack anprobieren sollen. Boah, ich würde sagen, die Sache ist, wir haben hier keine Ahnung jetzt. Also für eine sichere Nummer an Hecht. Das stimmt, oder sind wir, bin ich da falsch? Ne, eine sichere Ahnung auf keinen Fall. Also wir haben hier keinen sicheren Plan für Hecht. Und wir haben aber auch keinen Plan vom Volkerack. Das einzig Gute ist, am Volkerack kenne ich mich aus. Hier kenne ich mich nicht aus. Das stimmt, ja. Lass uns die Buhnen machen. Und wenn wir da einen Pike kriegen, bleiben wir hier. Ja. Und wenn wir keinen Pike kriegen, müssen wir alles oder nix. Ja. So you are using the PS30, that is a wide angle cone, to see what side of the boat the fish is on. Yeah. A little bit like side imaging. Yes. And then you are using the live scope to see the fish reaction and if it's in front or behind the boat. Yes, that's what we do. That's how it works. So, and then you have to have really good boat control. And then also be able to focus. If you're fishing alone, you have to be able to focus on what you're doing with the rod as well. Yeah. So it it's not easy. Takes a lot of practice. You only see the success stories of it, like in big fish pictures. But it's tricky to learn. But it can be so rewarding and so addictive as well, right? Yeah. Yeah. I had my first few fish on it here. Never tried it before, so, and I can say it's pretty addictive. And it can be exciting as well when you know that you are fishing on top of a really big fish.
because you can see the size difference. Okay. Yeah, drop it. Yeah, he's coming. He's coming. Oh, he was looking at it. He's away. He was looking at it. You see where he went? Away. Somewhere behind the boat. What I always do is setting the settings of the depth sounder on 10 meters, so you can fish and you are not seeing the fish deeper than 10 meters, so you just can't fish for them. So it's better for the fish if you put your sonars on 10 meters maximum. Wir haben gerade überlegt, was wir heute noch so machen. Die Power Hour, die ja alle Teams nehmen können, lassen wir heute wohl wieder weg. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn wir ein bisschen was essen wollen heute, dass wir parallel die Ruten raushängen und ein paar Köder hinterher schleppen und dann essen. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir essen und werfen dann weiter. Machen lieber eine kurze, knackige Pause und dann werfen wir gleich wieder weiter. Das ist das, was wir am besten können. Wurfangeln. Und dabei bleiben wir, glaube ich. My friend, sorry for that. I will check it, but I don't think it's. Whoa. Okay. This man tried to kill me every day. I put the anchor right now. Oops. No. Oh, sure. They need to be bigger. Yeah? I know that. Bitte. Bitte ein Pike. Ja. Ja. Bitte geh nicht ab. Bitte. Nicht zu Unrecht. Oh, ja! Oh, finally! Lukas, du Legende. Jesus. Nicht der allergrößte, aber unser Hecht, der uns schon mal deutlich was bringt. Gott sei Dank. Wie soll es auch anders sein? Molex Artichet again. 0,5, 73. Perfekt, 73. 73. Junge! Die wichtigste Luftpumpe, die es gibt an diesem heutigen Tag. Ich glaube auch, ich habe mich selten so über Nächte in der Größe gefreut. Aber man soll jeden Fisch ernten, sonst geht es einem so, wie es uns heute fast ergangen wäre. Aber es fehlt trotzdem noch einer. Und der muss deutlich größer sein. Na geht doch! Scheinbar haben sich Lukas und Luis erst einmal gegen einen Gewässerwechsel entschieden und ihre Ausdauer wird endlich belohnt. Diesmal steigt der Fisch nicht aus. Es fehlt nur noch ein Hecht zur Vollgart. Hechtfinger! Sehr gut! Oh. Junge, sauber. Richtig wichtig. Oh, erste Absinkphase, nicht mal einmal gejiggt. Einfach hin. Das ist gut, dass wir den gefangen haben, weil wir haben gesagt, wenn wir jetzt nicht in der nächsten halben Stunde noch ein Hecht hier fangen, schleusen wir um auf das Nachbargewässer zum Volkerack rüber. Und haben wir halt null trainiert und das wäre dann ein richtiger High-Risk-Move. Ja. Das gibt jetzt ein bisschen noch mal Luft. Wir haben jetzt noch 3 Stunden und 7 Minuten zu fischen. Ich denke, die investieren wir jetzt hier, ja. Weil Fahrzeit haben wir eigentlich jetzt, können wir uns nicht mehr erlauben. Ja. Und wir haben hier auch gestern im Training noch einen 90er Fisch gefangen. Also das heißt, die Chance auf einen guten Fisch hier ist absolut realistisch. Und wir haben 46er Barsche gefangen und wir haben 70 plus Zander gehabt. Also ja. Wir können hier noch Punkte verbessern auf diesem Stück.
geht alles. Es geht alles. Ich würde sagen, das nächste Mal nehmen wir die Kamera beim Training mit. Naja, aber es bringt nichts, wir müssen es hier beweisen. Deswegen, weiter geht's. Ob wirklich alles geht, ob Hummingbird, Headbanger und CBC jeweils noch ihre Fullcard erreichen und den drei Spitzenteams noch in die Suppe spucken können, seht ihr am Sonntag in Folge 6. Wir freuen uns über Likes, Kommentare und Support der Sendung in Form von Besuchen bei uns im Online-Shop. Ciao!